Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen, schnellen Game-Info-Vlog. Also Game-Vlog, Game-Info-Vlog, ja. Es wird auf jeden Fall bloß eine Information, denn ich habe wieder eine drastische Änderung auf dem Kanal vorgenommen. Oder nehme ich vor. Und ja, das ist da unten, wir zocken dabei Fallout 4. Und das hier unten ist ein ziemlicher Boss. Den kriege ich so nicht klein. Und wenn er mich einmal anschießt, habe ich die halbe Energie weg. Deswegen habe ich mir was Kleines mitgebracht. Das werde ich jetzt gleich mal hier ausprobieren. Ich habe da bloß eine einzige Bombe. Und da werde ich mal probieren. Ich hoffe, dass ich die ordentlich treffe. Und yeah, eine Mini-Atombombe war das. Und somit habe ich diesen Typen weggesprengt. Cool, oder? Ja. Genau, und zwar, die Änderung am Kanal wird sein, dass ich bis auf weiteres keine Singleplayer-Projekte mehr, also keine Singleplayer-Let's Plays mehr bringe. Nur noch Multiplayer- bzw. Koop-Sachen. Das hat den einen Grund, dass ich gemerkt habe, dass eben Koops, Multiplayer und sowas bei euch viel besser ankommen. Dann, dass ich schon sehr oft gehört habe, dass bei Singleplayer-Projekten mir Leute gesagt haben, ich gucke mir das Projekt nicht an, weil ich möchte es erst gerne selber durchzocken. Das hat man eben bei vielen Multiplayer-Projekten, kann man da schon sagen, dass das eben da nicht so der Fall ist, weil jeder das Spiel anders spielt oder jeder das Spiel anders erlebt und die Koop-Projekte sind dann auch schon so ein bisschen anders aufgebaut. Aber ja, es gibt natürlich auch Let's Plays dann darüber, die Storys verraten und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann der nächste Grund ist, was ist mit meinem Hund los? Warum dampft der so? Und der nächste Grund ist, macht Singleplayer einfach keinen Spaß mehr, muss ich sagen. Wir machen die Singleplayer-Projekte einfach keinen Spaß mehr. Und ich will ja auch Spaß an dem Ganzen hier haben. Darum mache ich das ja. Nicht aus hier Geldgeilheit oder sonst irgendwelchen Scheiß. Weil dann hätte ich schon lange aufgehört, wie es läuft zurzeit mit den Aufrufen. Ich mach's, weil es mir Spaß macht. Und deswegen. Warte mal. Hund, bleib. Ja, genau. Und deswegen habe ich mich so dafür entschieden. Ich habe mir aber auch gedacht, was ich aber. Und der nächste Grund ist, was ich eben auch gesehen habe, ist, dass. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Dieser blöde Hund, ich schicke den anderen auf Reisen, das will ich gar nicht. Habt ihr was Nützliches? Ja, und auch noch so ein Grund ist, dass eben, wie ich gemerkt habe, gerade am meisten bei den Singleplayer-Projekten, Part 1 übelst gut geguckt wird und dann, ich sag mal, ab Part 5, 6 bricht auf einmal die ganze Kacke total zusammen und ihr guckt überhaupt keins mehr. Und da brauche ich das auch nicht weiter aufzunehmen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache die Singleplayer, ich mache keine Let's Plays mehr, sondern ich mache nur noch angezockt. Das heißt, ich werde mir, wenn ich mir ein Spiel geholt habe oder sowas, werde ich meine ersten paar Minütchen, die ich zocke, komm erstmal den Fahrstuhl runter, werde ich eben aufnehmen, die erste Session sozusagen, und meinen Ersteindruck dann so hinterlassen, aber kein so richtiges Let's Play mehr machen. Aber wie gesagt, auch bis auf weiteres, ich lasse mir das natürlich nicht jetzt ganz nehmen, weil es kann natürlich passieren, dass ich mal irgendwann wieder Bock habe, ein Singleplayer-Projekt zu machen. Und dann werde ich das auch machen. Aber ich denke mir mal, das wird alles überhaupt nicht so schlimm sein, wenn ich das wegfallen lasse und nur noch Koop-Projekte. Dann gibt es halt mehr Rivano und mehr Chrisplay, mehr Gabax, mehr überhaupt Gamers Check LP. Weil, oh nee, nein, ich will das Gewehr haben. Und jetzt bin ich schon wieder so voll beladen, dass ich nicht mehr rennen kann. Ja, und ja, das war es eigentlich schon mit der Information. Mehr wollte ich dazu überhaupt nicht sagen. Ich denke mir mal, das wird vielleicht sogar ein bisschen besser laufen, wenn ich euch eben die Spiele nicht spoiler, weil der Spoiler ist ja nun mal das Problem bei Let's Plays, dass eben die Spiele gespoilert werden. Und somit spoiler ich nicht das komplette Spiel, sondern lasse euch einfach bloß ein bisschen reingucken. Ich werde dann aber auch versuchen, dass ich bei dem angezockt die Sequenzen und so rauscutte. Das heißt, ich werde zwar die mir angucken, klar,
aber für euch dann rauscutten, dass ihr von der Story nichts weiter mitkriegt. Und so möchte ich das gerne gestalten, dass wir da alle was davon haben. Ja, und Koop-Projekte, das bleibt natürlich dabei. Dieser blöde Hund. Und ja, genau. Und was ich noch dazu sagen wollte, auch How to Survive, da habe ich auch schon eine Anfrage bekommen, wann es weitergeht. Dieses Projekt wird weitergehen, aber in einer anderen Konstellation. Und zwar wird leider 3-2-1 Spiele und Mr. Helm wegfallen und Chris Play leider die, ich sag mal so, gefrustet haben wir gesagt, wir lassen es bleiben. Das Projekt, also wir wollten eigentlich das Projekt komplett abbrechen, weil wir ziemlich gefrustet waren von diesem verbuggten Spiel. Man konnte einfach kein Four-Player-Game mehr zocken. Four-Koop-Game. Ach Mann, 4-Spieler-Koop zocken. Da ist das Spiel ständig rum. Ja, habt ihr ja selber gesehen, im ersten Part, so ging das nach dem Patch auch weiter und man hat sich nicht gesehen und jetzt haben wir gesagt, komm, lass uns bleiben. Aber irgendwie liegt mir so ein bisschen How to Survive am Herzen. Ist nun mal so. Und deswegen wird es das Projekt geben, weil mir hat der erste Teil total Spaß gemacht. Und das wird auch ein Koop-Projekt und zwar wird das Ganze mit dem lieben Rivano kommen. Da wird mal wieder ein Projekt, was ihr auch euch ja schon sehr gewünscht habt, dass mal wieder ein Projekt nur mit Rivano und mir kommt. Und das wird es eben mit How to Survive 2 geben. Ja, das war's an allen Informationen, die ich jetzt wirklich, mir lag es am Herzen, euch das eben mitzuteilen, nicht einfach zu machen und einfach abzubrechen, weil jetzt eben die ganzen Parts einfach auslaufen. Far Cry, meine Fresse, Witcher 3 und Dings, weil die jetzt einfach auslaufen, da nichts mehr kommt. Das wollte ich euch eben mitteilen und auch, was ich vorhabe. Ich hätte es ja auch einfach sein lassen können, aber ich habe mir natürlich gedacht, ihr seid natürlich meine Community, ihr seid die Leute, die mich unterstützen mit allen Klicks und mit allen Däumchen, Kommentaren und bla bla bla. Und ja, deswegen habe ich gedacht, da muss ich euch schon informieren darüber. Und das habe ich jetzt somit getan. Ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin Spaß an Fallout 4 haben. Denn ist ja nicht so, dass ich jetzt die Projekte komplett abbreche. Machen ja Spaß. Aber eben ohne Gequatsche und ohne Aufnahme. Und ich denke, das ist okay. Ja, und das war's auch schon von dem, was ich euch mitteilen wollte. Dann würde ich sagen, Gamerscheck LP geht jetzt in Multiplayer-Koop-Let's Plays über und ihr werdet sicherlich Spaß dran haben. Und ja, es wird immer was Koop-mäßiges oder so zu zocken geben. Und ja, okay, das war's dann. Wir sehen uns in irgendeinem Projekt. Und bis dahin, und Feedback natürlich. Feedback unten in den Kommentaren. Und ja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns, gibt Feedback und ciao.